Willkommen zurück, Leute. Ja, Part Nummer 2. Ja, der Anfang war wieder mal so heftig wie aus dem ersten Teil. Der Anfang, nicht schlecht, nicht schlecht. So, genau, wir waren zuletzt in so einer Krankenstation. Erstmal hier die Batterie. Ja, machen wir. Hilfe! Was zur Hölle? Ne Macke? Tschüss! Ich weiß, war ich Störungshörer irgendwie an? Das ist ein bisschen direkter als im ersten Teil, das ist sowieso ungewohnt. Soll ich jetzt da hingehen? Oh Gott! Die was ist der? Gib mir erst der. Ich glaube, ich will erstmal kurz ein bisschen den Turm ein bisschen runterstellen. Sagen wir mal auf 85 alles. Weil ich habe gemerkt bei meiner letzten Aufnahme vom Part 1, dass ich etwas zu leise bin. Nochmal ein wenig. Muss nicht mehr. Mehr soll ich auch nicht runterstellen. So. Ach egal. Guck mal so durch. Blut. Gab's ja nicht genug mehr essen. Aber ich muss sagen, die Grafik haben sie auch ein bisschen verbessert. Also jetzt nicht überaus bewältigend, aber haben sie schon schlecht gemacht. Ich bin wie so nackig ohne Waffen. Wie ich es zuschlagen könnte. Was soll das geht da? Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So. Dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Es war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Pistole. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss. Sittel 158. Okay, es wird sich anscheinend wiederholen. Ich hab's nicht alles mitgekriegt, aber so wichtig scheint es nicht zu sein. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit dem Part irgendwie zuhören. Oh, jetzt sehe ich es näher. Das Auge sieht schon viel besser aus. Ja, okay, es wiederholt sich. Es tut weh. Ich gehe zum Licht. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen. Komm ich da rein? Nee, ist verschlossen. Nein, nein, nein. Ich glaube, aber ich bin nicht rein. Bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So. Ich muss einen Lichteffekt haben, so cool gemacht. Und fertig zum ersten Teil. Ich meine, sah im ersten Teil schon fett aus, aber hier haben sie echt eine Perle draus gemacht. Was ist er denn? Was zur Hölle? Deine Macke? Kommen Sie mal. Entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Hill. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot.
In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Ich dachte gerade, der hat mir das Ding sonst worin. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Auch wenn du das sagst, dann nehme ich es einfach mal mit, wa? Ja, nehme ich auch gleich mit. Ach, mit Guck kann ich Energie nehmen. Okay, gut zu wissen. Taschenlampe, ich auch gleich mit. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Was zur Hölle? Yeah. War das wirklich notwendig, Alter? Okay, zumindest habe ich jetzt eine Taschenlampe. Ich kann sie mit Licht totschießen. Bam, bam! Clark! Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Ah, es geht wieder. Geil. Jetzt haben wir die Wege an. Ist ja cool. Ist ja abgespaced. Ja, ich hab das schon gemacht. Ich kenne mich mit der Steuerung soweit aus. Was ist da hinten? Okay, der Türschlitz ist nichts. Oh mein Gott, mein Schatten! Der verfolgt mich! Hier sehe ich gerade gar nichts. Lamm abgammeln hier, ey. Statt zu arbeiten. Okay, es ist doch schon. Oh! Alter! Gruselig! Und erschreckend zugleich. Ja. Das Spiel hat schon wieder Potenzial, mich zu erschrecken. Oh, hier lag, oh Gott. Tab drücken, okay. PPS-Bericht 1418, Pflegestation. Aufgrund der jüngsten Erkenntnis, dass die Eisstiele über ein Jahr gesammelt und dazu verwendet wurden, einen Minimarker zu bauen, wurde die gesamte Einheit nach weiteren ähnlichen Phänomenen durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass Marker aus Tablettenflaschen, Injektionsnadeln und sogar aus Hygieneartikeln wie Nagelknipsern und Pinzetten gebaut wurden. Okay. Alle Forschungsteams wurden über diese Entdeckung in Kenntnis gesetzt. Gut zu wissen, Leute. So, ich weiß, ich bin wieder ziemlich krass mit dem Speichern und Part beenden. Aber ich werde jetzt schon den Part beenden, weil ich wieder mal vergessen habe, meine Stoppuhr zu stellen. Wenn der Part zu kurz ist, werde ich gleich danach weiterzocken. Bis gleich, Leute. Oder bis später. Oder bis denn. Was auch immer. Ciao, ciao.